Hey, hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, was soll ich sagen? Der Monat April ist durch, der Wonnemonat Mai hat begonnen und deswegen gibt es von mir jetzt ein Aufgebraucht. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt alle noch den Kopf oben und versucht genauso wie ich positiv zu denken. Was soll ich sagen? Wir fangen mit meinem Lieblingsthema Masken an. Wenn euch das langweilt, haut es doch mal unten in die Kommentare. Ansonsten, ne? Alte Gewohnheiten soll man nicht aufgeben, kann man, muss man aber nicht. Fangen wir an mit einer Lippenmaske, die es gerade heute ist Samstag, der 1. Mai, auf meine Lippen geschafft hat. Die Goldlippenmaske von Action. Schön. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann habe ich in meinem Fundus noch eine Tuchmaske von Cien gehabt, eine Relaxing Tiger Maske mit Matcha Tee und Alatonin. Die war irgendwie mal runtergesetzt, habe ich mitgenommen, habe ich gemacht, war halt eine Maske. Also hat mich jetzt nicht irgendwie, wer weiß wie, vom Hocker gehauen. Dann gibt es ja neue Masken bei Action und die musste natürlich mit Blaubeeren und Joghurtextrakt. Ich glaube, sie hat nicht so. Doch, sie hat nach Blaubeeren gerochen. Die hat nach Blaubeeren gerochen. Was anderes hat nicht nach Blaubeeren gerochen. War eine schöne Maske, hat schön gepflegt. War auch nicht so ersoffen in Serum. Ich finde das manchmal ein bisschen schwierig. Dann zum Testen bekommen habe ich, deswegen schreibe ich auch immer in meine Videos Werbung, weil manchmal in den Aufgebraucht-Videos sind Sachen, die ich zum Testen bekommen habe. Von A New, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, wisst ihr das? Von Avon. Eine Pro-Retinol Skin Hero Maske, eine Hydrogel-Maske. Das war eine tolle pflegende Maske und die sah auch so aus wie die Verpackung, so holomäßig und hat auch wirklich gut gepflegt. Das war ein Reinfall, eine Isana Hydrogelmaske mit Hyaluron. Also von der Pflege her war die vielleicht noch ganz okay, aber das Problem war, die ist mir ständig vom Gesicht gerutscht, obwohl ich mich nicht bewegt habe. War einfach nicht gut. Manchmal ist das so. So, von Cardivera habe ich euch ja hin und wieder schon mal bei Instagram gezeigt, für alle die, die mir bei Instagram folgen. Wenn ihr das noch nicht macht, könnt ihr das gerne machen. Ich verlinke euch da unten meinen Instagram-Kanal. Der heißt genauso wie hier Nadjas Beauty Page. Das war eine glättende Hydrogelmaske und ich finde die Masken von Cardivera von der Hausmarke richtig gut. Ich habe jetzt schon die eine oder andere gehabt, die ich richtig toll fand. Und um mal eben kurz auszureißen aus dem Ganzen, hatte ich auch ein Ingwer-Shot-Konzentrat, kosten so 69 oder 99 Cent. Das war wirklich toll. Das sind so kleine Glasampullen. Dann hatte ich von The Beauty Mask eine Bubble Mask. Auch die war okay. Die hat mir nur ein bisschen zu doll gebabbelt, weil die ist mir überall in die Nase und überall reingelaufen. Das mag ich eigentlich nicht so gerne. Ja, Action, The Mask, Dr. Hyaluronic Acid, auch die habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Eine schöne pflegende Maske. Von Balea die straffende Hydrogel-Gesichtsmaske mit Melonenextrakt. Doch, hat tatsächlich ein bisschen danach gerochen. War auch so eine zweigeteilte Maske. Aber auch die war ganz schön am Rutschen, muss ich sagen. Dann habe ich noch was von Avon zum Testen bekommen, auch von A New. Heißt das so? A New, würde ich jetzt sagen. Eine Pollution Protect Maske, die eigentlich ganz toll ist. Das ist so eine Zwei-Phasen-Maske, wobei ich euch empfehlen würde, wenn ihr so Zwei-Phasen-Masken habt, wenn ihr das Serum in die Maske gedrückt habt, das wirklich gut durchzukneten und vielleicht nochmal einen Moment liegen zu lassen. Hat so eine Fresh Black Sheet Mask, die soll so ein bisschen die Poren reinigen und so wirklich toll. Schöne hat sie schön gemacht und die Masken von Avon sind richtig gut. Auch hier diese Booster Sheet Mask war richtig schön, die hat das Gesicht richtig schön erfrischt und war angenehm auf dem Gesicht, hat auch eine gute Passform gehabt und gut gehalten. Von Starskin hatte ich so biozellulose Augenpads. Oh, jetzt nerven meine Haare hier, aber die waren schön. Das Problem war nur da drin, dass die so einzeln da drin lagen, um Müll zu sparen, aber um die rauszukriegen und die auseinanderzufalten und dort das Auge zu kriegen, das war gar nicht so. Oh, ich muss das mal eben in das Ohr machen. Ich hasse das, wenn ich immer hier rumfummeln muss. Starskin einfach. Göttlich, The Diamond Illuminating Maske, die war einfach unfassbar gut.
Es könnte sein, dass ihr jetzt Kindergeschrei hier im Hintergrund hört, weil auf dieser Seite von meinem Haus ist ein Spielplatz und hier sind neue Leute eingezogen mit Kindern, die sich nur schreiend verständigen können. Tolle Maske, tolle Pflegewirkung, wirklich schön. Genauso wie diese Masken mit weißem Wein von Action, die kosten. Die Masken übrigens, ich bin mal gefragt worden von Action, die kosten so von 59. Ich glaube, die teuerste, die ich gefunden habe, war 99 Cent. Und das sind ja fast alles koreanische Masken. Was nicht heißt, dass sie alle gut sind, aber die, die ich bis jetzt hatte, waren recht gut. Sogar richtig gut teilweise. Dann hatte ich von Etude House, die hatte ich mal als Zugabe bei einer Bestellung mit dabei. So Under-Eye-Pads, richtig, richtig klasse, mega Pflegewirkung. Man hat das richtig gesehen, nachdem man die drauf hatte. Von Isana gibt es jetzt Hydrogel-Augenpads, die gibt es in Blau und in diesem Gold. Erinnere mich so ein bisschen an eine andere Marke, hatten eine schöne Pflegewirkung, war okay, nicht überragend, aber in Ordnung. Dalton Marine Kosmetik, oh mein Gott, was waren das für tolle Augenpads. Die waren richtig gut, die habe ich auch wirklich bis zum bitteren Ende drauf gelassen. Die haben wirklich die untere Augenpartie schön glatt gezogen. Die war schön eben. Ich habe ja manchmal auf dieser Seite schon so eine, weiß ich nicht, ist das eine Wassereinlagerung, whatever, I don't know, aber es war richtig gut. Ja, ich weiß, shame on me, aber ich kann nicht ohne sie und ich liebe sie einfach. Und wenn sie im Angebot sind, kaufe ich sie mir auch immer wieder. Schemes, Vitamin C-Kapseln, ich liebe sie einfach unfassbar und die machen wirklich so viel mit meiner Haut, aber der Müll, echt dieser Müll, der geht mir so auf den Senkel. Ich verstehe auch nicht, dass Schemes das nicht einfach mal in so einen getönten Glas, in so eine Glasampulle packt und dann in größeren Einheiten verkauft. Irgendwie höre ich das fast in jedem Video, wenn ich das gucke und die Kapseln kommen vor, aber sie tun es nicht. Die habe ich bei Action gekauft. Das waren Hyaluronic-Exit-Kapseln. Würde ich auch nicht wieder nachkaufen. Einfach viel zu viel Müll. Da waren noch so Plastikampullen drin. Aber die Pflegewirkung war schön. Katastrophe, eine Katastrophe und noch eine Katastrophe. Das war die schlimmste Haarspülung, die ich jemals hatte. Und da steht auch noch Hairspa drauf. Ich sah damit aus wie ein explodierter Pudel. Ich habe die einmal benutzt, dann habe ich sie mit in den Reitstall genommen. Wenn ich mein Pferd den Schweif wasche, dann nehme ich auch Shampoos, die ich nicht vertragen habe oder so. Und habe das so ein bisschen reingemacht, weil die auch so, bei der hat das gewirkt. Also alles gut. So, jetzt kommt eine Runde richtig viele Proben. Ihr wisst, ich bin im Aufbrauchmodus und deswegen mache ich da jetzt auch einfach mal schnell. Tolles Haaröl, Elvital Öl Magique, wirklich ein schönes Haaröl. Auch eine Empfehlung von mir habe ich als Probe bekommen von Stix, der Kartoffelhandbalsam. Wirklich schön, zieht schnell ein, hinterlässt ein tolles Handgefühl. Sehr, sehr angenehm. L'Oréal Paris, das war eine Probe, die hatte ich noch. Ist okay. Revital Lift, der Hyaluronfiller. Auch schön. Dann Aloe Vera, eine Körpercreme von Stix, war okay. Kann ich nicht viel zu sagen, ist die Packung zu klein. Ein Fußbalsam auch von Stix war in Ordnung. Was ich richtig schön fand von Stix war diese Shea Butter Body Cream. Da hatte ich zwei solche Sachets. Die war wirklich schön auf der Haut. Die hat gut gerochen. Sehr, sehr angenehm. Dann habe ich hier ein Facial-Öl von Hai. Ich kenne die Marke nicht. Es war bei mir in den Proben drin. Habe ich genutzt. War okay. War ein Gesichtsöl. Dann hatte ich, das war gut, Antipodes, ein Kiwi Seed Oil Eye Cream, eine Kiwi Seed Oil Eye Cream mit Avocadoöl und Vinzana Grape, also irgendwelchen Trauben. Die hat lange gereicht, da war relativ viel drin für unter das Auge, 3 ml, das war nicht wenig. Da bin ich eine Zeit lang mit hingekommen und das hat wirklich die untere Augenpartie schön gepflegt. Elemis, das war eine Tagescreme, war okay, hat für einmal gereicht. Dann hatte ich mir hier von Tiertier ein Rosemary One Essence. Hat für einmal gereicht, kann ich nichts zu sagen. Dann nochmal so eine Körpercreme von Stix, die war auch okay.
Das ist etwas für mich, was überflüssiger fast gar nicht geht. Hat bei meinen Lippen gar nichts gemacht. Ich weiß auch nicht, was das machen sollte. Steht das da drauf? Ultra glanzintensive Pflege. Ich hatte danach das Gefühl, ich muss meine Lippen erstmal pflegen. Das ist mein Eindruck gewesen, ne? Dann hier, oh ja, das war ganz übel, also für meine Haut. Viele spüren ja auf diese Marke. Das war so eine Maske, die habe ich aufgetragen und das ging relativ schnell los, dass mein ganzes Gesicht anfing zu kribbeln und deswegen habe ich das auch ganz schnell wieder runtergewaschen. Dann hatte ich noch eine Probe von der Lancôme Regenerie Multi Lift Ultra. Auch die habe ich mal als Probegröße zum Testen bekommen. Da hatte ich schon mehrere von. Das ist eine wirklich tolle Tagespflege. Aber wie ihr gerade mitkriegt, ich bin im Aufbrauchmodus. Caudalie Vino Perfect Serum war auch schön. Wie gesagt, kann ich auch nicht mehr zu sagen. Dann hatte ich mir von Rossmann mitgenommen, Diadermin Anti-Aging-Wirkung mit Retinol. Davon habe ich sogar zwei mitgenommen. Ja, war eine Tagespflege. Also kann man ja nicht zu viel so zu sagen, wenn man es zweimal benutzt. Von Herbazin hatte ich eine Pflege. Die Nachtcreme war total schön und auch dieses Anti-Aging-Serum. Da war auch eine Tagespflege bei, die ist da noch, aber die ist mir so ein bisschen reichhaltig und die stockt auch so auf dem Gesicht. Dann habe ich von Giorgio Armani solche Sachen zum Testen bekommen. Die Foundation ist toll, dieses Share Fluid war auch toll. Die Luminous Silk ist richtig toll, die Foundation. Dann hatte ich noch eine Probe von Max Factor Miracle Match Foundation. Ja, ne, also die hat mich nicht umgehauen, muss ich ehrlich sagen, weil die hat sich die Poren auch so ein bisschen gesucht. Dann hatte ich von Elemis, so ein Plumping Pillow Face. Whatever, das war ganz angenehm auf der Haut. Von Kiehl's hatte ich ein Reviewing Concentrate. Das hat 3 Tage gereicht. Das war wirklich sehr, sehr angenehm. Und jetzt kommt etwas, das werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Das war bei meiner Madara-Bestellung mit bei. Und zwar Madara SPF 30, eine Age-Defying Face Skin Screen. Ein Age-Defying Face Skin Screen, also ein Lichtschutzfaktor. Und ich hoffe, das gibt es auch in 50. Das ist so ein bisschen eingetönt. Oberklasse, wirklich Oberklasse. Das zieht sofort ein. Das rollt sich nicht ab. Man kann jedes Make-up drüber, also jede Foundation drüber tragen. Einfach toll. Und Naturkosmetik, vegan, tierversuchsfrei. Was will ein mehr? Nivea-Tücher, Reinigungstücher nutze ich natürlich nicht fürs Gesicht. Ich kaufe sie nur, weil sie so gut riechen. Dafür sind sie eigentlich zu teuer, weil ich damit meine Hände hier abwische am Tisch, wenn ich mich geschminkt habe und irgendwie rumgeschmiert habe oder so. Dafür sind sie eigentlich zu teuer. Aber dieser Geruch holt mich jedes Mal wieder. Dann etwas, was ich zum Testen bekommen habe und was mich richtig abgeholt hat. Aber ich habe die Schubladen voll. Von Fulfillit, das Queen-like Skin Serum, dreifach Hyaluronsäure. Mega. Ganz, ganz tolles Serum. Ist auch in so einem Airless-Container. Oder kommt noch ein ganz kleiner Schuss raus. Hatte so einen leicht zitronigen Geruch. Also einfach wundervoll. Einfach wundervoll. Eine ganz tolle Pflege. Dann etwas, wo ich gedacht habe, ja, für mich hat das gar nicht funktioniert. Von Rodial ein Dragonblood Cleansing Water. Fand ich jetzt nicht toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und für den Preis fand ich es noch weniger gut. Dann auch etwas zum Testen: Regenerie Juice Multilift Ultra, eine Augencreme. Wundervoll, die ist einfach wundervoll. Die ist auch so ein bisschen lila eingefärbt an sich und die bringt diese untere Augenpartie richtig zum Strahlen. Die zieht schnell ein. Ich liebe ja auch den Geruch von Lancôme. Ihr seht aber Razzia leer, wirklich schön.
Von Kiehl's hatte ich eine Overnight Mask, die habe ich jetzt auch aufgebraucht, wobei ich mir bei der nicht mehr ganz so sicher war, ob die wirklich gut war. Die hatte so ein bisschen komisch gerochen, aber gepflegt hat die hervorragend. Das muss ich einfach mal sagen. Dann hatte ich von Klinik zwei so Proben. Die gibt es ja in so Containern, die kann man zusammenstecken. Einmal das Hydrating Jelly und den Moisturizer. Ich habe mir das einfach in der Hand ein bisschen gemischt. Klinik hat tolle Pflege, aber ist leider nicht tierversuchsfrei. Schade, schade, schade. Ein Duschschaum von Isana, ich glaube, der ist noch vom letzten Jahr. Hat so gut gerochen. Wie Zitronencreme-Eis. Oh mein Gott. Und der hat auch einen richtig schönen Schaum gemacht und der war auch cremig und angenehm auf der Haut. Nicht so ein Wasserschaum, der dann sofort runter ist oder so. Der war richtig klasse. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Aber wenn es den geben würde, würde ich mir den tatsächlich nochmal kaufen. Alleine, weil der so gut gerochen hat und auch schön gepflegt hat. Dann habe ich einen großen Bottich leer gemacht von Elizabeth Arden. Honey Drops Body Cream riecht ein bisschen kräftig frisch, aber sehr angenehm. Hat eine tolle Pflegewirkung. Hat mich die liebe Beauty Overage Astrid mit angefixt. Aber auch kein günstiges Vergnügen, selbst im Angebot bei Rossmann noch um die 18, 19 Euro. Also, ne? Da weiß man, was man bezahlt. Dann habe ich ein Augenserum von Isana leer gemacht. Ohne Hormone. Meine Lieblingsmascara It Cosmetic Superhero ist leer und ein Concealer, den ich mir irgendwann mal gekauft hatte, auch der war sehr gut. Der kam irgendwie aus England oder so. Der war schön, angenehm, alles gut. So, dann habe ich noch ein bisschen mehr Pflege von Biotherm Aquasource. Biotherm hat tolle Hautpflegemittel. Kann ich euch empfehlen. Dann hatte ich bei einer Bestellung von Bobbi Brown diesen Instant Longwear Make-up Remover mit drin. Ich möchte da nicht viel zu sagen. Dann von Nivea eine Cremetube, die letzte ihrer Art. Denn ich habe mir da jetzt angewöhnt, ich habe mir eine ganz große Dose Nivea gekauft und eine kleine Dose und fülle die kleine jetzt mal mit Spatel auf, weil umweltschonend und so weiter und so fort. Obwohl die Tuben für unterwegs wirklich toll sind, aber nein, die Umwelt geht vor. Von Haask Arganöl ist immer wieder bei mir ganz tolles Haaröl. Ich liebe, liebe, liebe es sehr. Die Ampulle sieht jetzt wirklich klein aus, aber ihr braucht so wenig und für die Spitzen, das reicht ultra lange. Dann habe ich aufgebraucht von Goldwell, kaufe ich auch nicht nach, weil auch nicht tierversuchsfrei. Das ist so ein Hitzeschutz, der ist super, super schön. Goldwell hat einfach tolle Haarprodukte, aber es wäre toll, wenn die mal auf tierversuchsfrei umstellen würden. Dann habe ich mich dazu entschieden, etwas wegzuschmeißen, weil es steht eh nur rum. Und zwar eine meiner ersten Foundation, die ich mir gekauft habe, glaube ich, 2016. Als ich wieder angefangen habe, mich zu schminken, 2016, 2017, in einer viel zu dunklen Farbe. Aber ich habe sie mit Rückgrat getragen, kann ich euch sagen. Aber sie steht einfach nur hier rum und ich benutze sie nicht mehr und das ist die Dream Sea Satin Liquid, eine der ersten und es ist einfach, was soll sie hier stehen? Und ich schmeiße auch weg von Lala Berlin, das war aus einer Limited Edition. Ihr seht, das ist schon ziemlich leer. Das ist so ein Primer, aber der ist so glitzerig, das ist selbst mir zu viel. Übrigens, falls ihr euch über meine Nägel wundert, ich habe einen Nagellack ausprobiert von Vinolack. Den habe ich euch auch auf Instagram gezeigt. Das ist so ein toller Nagellack. Und die Verpackung ist der Hammer. Die sieht aus wie eine Weinflasche. Ich habe den jetzt leider nicht hier stehen. Total klasse. Der lässt sich super leicht auftragen. Und das ist jetzt hier so ein kleiner Wear-Test. Dann, da ist nur noch ein ganz kleines Stück von über, habe ich mir gekauft. Das war nämlich das, was nicht nach Blaubeere gerochen hat. Und zwar von Nivea, die neue feste Gesichtsreinigung. Die sollte mit Blaubeere und Mandelöl sein und die hat überhaupt nicht nach Blaubeere gerochen. Sie riecht pauschal nach gar nichts, empfinde ich so. Sie hat auch keine Seife richtig mit drinne, sondern das ist wirklich so eine Gesichtsreinigung, die super angenehm ist und
Ja, kann man durchaus wieder verwenden. Dann habe ich Nagelöl aufgebraucht von Jolifine in der Geschmacksrichtung, hätte ich fast gesagt, Erdbeer-Nagelöl. Riecht sehr, sehr schön, angenehm. Ich kann euch das empfehlen, ein Nagelöl zu benutzen. Meine Lieblingshaarfarbe, die immer wieder bei mir einzieht, ist von Sios. Ich färbe mir nur hier oben so ein bisschen den Ansatz. Das reicht dafür und das ist einfach meine Haarfarbe. Die trifft das gut, weil sonst sieht es einfach bescheuert aus, wenn ich hier unten so eine Haarfarbe habe und da oben so eine. Wirklich, wirklich schön. Dann habe ich aufgebraucht von Guerlain ein Parfumduft, eine Probe. Was soll ich sagen? Ich habe ihn mir nachgekauft. Das ist Mont Guerlain. Das riecht einfach unfassbar gut. So, dann von Alouette. Kosmetiktücher sind leer. Den Behälter bewahre ich auf. Ich schneide mir das hier oben raus und nutze das immer für meine gebrauchten Pinsel. Die packe ich da rein. Und dann nehme ich sie damit runter zum Waschbecken und wenn ich sie immer so hin und her trage, irgendwann ist der Behälter kaputt und dann fliegt er in den Müll. Und ich möchte euch noch ein Spülmittel zeigen, was ich zum Testen bekommen habe von einer lieben Instagram-Kollegin. Und das hat mich wirklich interessiert, weil das ist überzeugt, wollte ich sagen. Das ist auch Natur-Dings, das hat ein Eco-Label. Das ist mit Zitrone und Ingwerduft. Und das ist das erste Spülmittel auf Naturbasis, was mich wirklich abgeholt hat. Was schön schäumt, trotz allem gut riecht, nicht wie Chlorreiniger, wie Astrid sagen würde. Wirklich, wirklich angenehm. Und das kann ich euch wirklich ans Herz legen. So, ihr Lieben. Das war es. Das war mein Aufgebraucht. Ich finde, das reicht auch, oder? Ja, was soll ich sagen? Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Außer wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich abonnieren. Ich glaube, da unten oder da unten. Ihr könnt dann die Glocke aktivieren. Dann seht ihr immer, wenn ich was hochlade. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mir was zu sagen habt, dann macht das doch bitte in die Kommentare, weil ich freue mich über jeden Kommentar. Mir macht das total Spaß, mich mit euch da unten auszutauschen. Und mehr habe ich jetzt einfach nicht zu sagen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen, es ist heute Samstag, ich lade es aber erst morgen hoch. Also einen schönen Restsonntag und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich.